Hallo und herzlich willkommen im Margon Wedemeyer Gebrauchmaschinenzentrum. Mein Name ist Norman Tietz, bin der Leiter des Bereichs Gebrauchmaschinen hier im Hause und ich habe mir heute ein paar Gäste eingeladen. Und zwar ist es die Frau Meier und der Herr Heidmann, die vertreten die Rekelsrettung Fischerhude. Wir haben auf unserer Frühlingsausstellung am 2. Märzwochenende für diese Aktion, die wir ganz klasse finden, gesammelt, Spenden gesammelt, die wir heute überreichen möchten. So, jetzt wollen wir einmal die Drohne zeigen, um die es sich handelt. Die Problematik ist nämlich, dass die Kitze direkt zum Mähtermin gesetzt werden von den Reken. Die Natur hat das eigentlich perfekt eingerichtet, nämlich wenn das Gras schön hoch ist, dann setzen die Reken ihre Kitze. Dementsprechend haben wir jedes Jahr das gleiche Problem, dass viele Kitze totgemäht werden. So eine Drohne fliegt etwa so, mit Wärmebildkamera braucht es etwas mehr Strom, 20 Minuten, hat 6 Rotoren. Mit kleinen E-Motoren drin. Wir haben hier eine GPS-Antenne. Diese Drohne wird über mehrere Satelliten konstant in der Luft gehalten, wenn sie keinen neuen Steuerbefehl bekommt. Sollten die Akkus mal schneller zu Ende gehen, als wir das vorgesehen haben, dann fliegt sie selbstständig vorher zum Landepunkt zurück und das macht sie automatisch. Die Rekelsrettung Fischerhude sagt ganz, ganz lieben Dank für diese 550 Euro. Das ist eine Wahnsinnssumme. Wir können die sehr gut gebrauchen, denn wir brauchen noch einige Akkus, damit wir dann auch wirklich die ganze Nacht oder den frühen Morgen durchfliegen können. Und das ist nämlich noch ein ganz großer Kostenaufwand, was uns bisher noch fehlte. Das bringt uns einen Riesenschritt voran. Vielen Dank.